So, da sind wir. 18 Uhr, Montag, 26. Juli. Es ist Webinarzeit. Zeit, in die Woche zu starten. Zeit, wieder ein bisschen mehr Wissen zum Thema Ernährung zu bekommen. Und heute geht es um die Ernährungsform FlexiCarb. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Michael. Ich bin heute rechts unten im Chat euer Ansprechpartner, so wie ihr es gewohnt seid, wenn ihr des Öfteren einschaltet bei uns. Das heißt, wenn immer ihr eine Frage zum Thema habt, schießt sie mir da unten in den Text rein. Ich werde dann entsprechend dem Tim und den Thomas, die beiden Herren hier noch links von mir, zumindest auf meinem Bild sehen sie links von mir, dann darüber instruieren und die Frage live mit reinnehmen. Ich erkläre euch auch gleich noch ein bisschen was zum Modus mit einer kleinen Chart. Noch ein paar Worte zu mir. Bin seit 2013 hier im Unternehmen, habe an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, wie der Tim, auch studiert. Der Thomas wird da auch gleich noch ein bisschen zu sagen, da er der Stützpunktleiter der Deutschen Hochschule hier in Frankfurt ist. Also Primetime Fitness arbeitet da ganz, ganz, ganz eng verwurzelt mit der Deutschen Hochschule zusammen. Ja, circa 95% unserer Mitarbeiter sind Mitarbeiter des akademischen Grades. Also wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, auch auf eine Qualität. Und wie gesagt, ich darf euch Montag und auch am Mittwoch in unserem anderen Webinarformat hier im Chat auf der technischen Seite sehr, sehr gerne begleiten. Was erwartet euch heute? Einmal kurz ein paar Hinweise für diejenigen, die jetzt noch das Videobild oben rechts drin haben und die Folie nicht ganz sehen. Einfach auf das ganz rechte Kästchen gehen, das nennt sich Doc. Da geht der Pfeil von der Mitte nach rechts oben. Anklicken, dann habt ihr das zur Seite und dann habt ihr auch gleich für die Präsentation vollste Einsicht. Der Thomas und der Tim, die werden euch gleich in einem Fachvortrag, wir haben gerade schon vorbesprochen, der wird heute ein bisschen länger dauern als 15 Minuten, Fachvortrag zum Thema FlexiCarb-Ernährung zeigen. Zum einen, wie funktioniert denn überhaupt die FlexiCarb-Ernährung? Zum anderen, woher weiß ich, wie viele Kohlenhydrate ich essen kann und wie funktioniert eine FlexiCarb-Ernährung, auch intuitiv ohne Kalorien? Und für wen eignet sich denn eine FlexiCarb-Ernährung besonders gut? Wenn wir dann soweit durch sind mit dem entsprechenden Fachvortrag, dann seid ihr an der Reihe, das heißt ihr mit euren Fragen und da könnt ihr uns wirklich, wie gesagt, löchern, auch schon während dem Webinar. Ich werde die schön sauber sammeln und dann an die beiden Herren weitervermitteln. In diesem Sinne von meiner Seite aus ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich übergebe einmal das Wort an den Thomas, der wiederum an den Tim, der dann damit loslegt. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen heute Abend zu diesem neuen Thema. Mein Name ist Thomas Kani, ich arbeite seit 2016 bei Primetime nebenberuflich, bin da mit in der Trainerschulung mit dabei. Ich selbst arbeite als Referent schon sehr lange bei der BSA Akademie, seit 31 Jahren unterrichte ich dort. Schwesterunternehmen ist ja dann später die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement geworden. Dort bin ich auch als Dozent tätig. Und ich gehöre zu den Menschen, die essen. Und somit ist natürlich das Thema Ernährung ein Thema, was mich sehr stark interessiert, weil mich interessiert schon immer, was esse ich denn überhaupt? Genauso hat mich auch während meiner Trainingszeit interessiert, was passiert denn überhaupt im Muskel, wenn ich trainiere oder in meinem Körper, wenn ich trainiere. Ja, und ich freue mich immer wieder, auch da ein bisschen gefordert zu werden von euch über die tollen Fragen, die kommen und macht immer Spaß, dabei zu sein. So, Tim, du bist dran. Jawohl. Ja, ich bin mittlerweile seit 6 Jahren, seit 2015 bei Primetime Fitness und leite den Trainingsbereich von Primetime Fitness, habe angefangen in Bockenheim, in meinem ersten Stammstudio sozusagen als Trainingsleiter und Trainer. Und ja, ich beaufsichtige oder betreue immer noch Personal Trainings nach wie vor, natürlich jetzt etwas weniger durch die administrativen Aufgaben und beschäftige mich deswegen auch immer noch sehr intensiv mit Trainingsmethoden, mit der Ernährung. Das betrifft mich auch persönlich. Ich trainiere jetzt mittlerweile regelmäßig 4-mal die Woche mindestens bis 6-mal die Woche seit ungefähr 12, 13 Jahren. Und das ist hauptsächlich Krafttraining, was ich mache. Und da beschäftige ich mich natürlich mit der Ernährung. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel in einer Diätvorbereitung auf so bis September. Da möchte ich dann komplett durch sein, werde wahrscheinlich schon im August durch sein.
Und da ist natürlich ganz wichtig, wie nimmt man ab, was kann man da machen und was passt zu einem, was macht auch Spaß. Ich will mich nicht die ganze Zeit selbst kasteien, denn Ernährung ist ja auch irgendwie, oder Nahrungsaufnahme ist ja nicht nur funktionell, auch wenn das immer so gesagt wird bei uns Kraftsportlern, sondern es macht natürlich auch irgendwo, soll es auch Spaß machen, es ist Genuss, es ist Lebensqualität. Deswegen gucken wir uns heute mal diese interessante Form an der Ernährung, und da kann der Thomas auch schon gleich mit rein starten. Okay, und dann würde ich sagen, dann starten wir auch gleich mit der PowerPoint. Ich habe nochmal eine PowerPoint vorbereitet über die Flexicarb-Ernährung. Zuerst einmal Flexicarb-Ernährung, wo kommt das Ganze her? Der Nikolai Worm, das ist ja der Mensch, der sozusagen die Logi-Ernährung in Deutschland bekannt gemacht hat. Zuerst hat er das Mammut, das X-Syndrom geschrieben, dann, wie gesagt, die Logi-Diät. Und aus dieser Logi-Diät sind ja dann viele Low-Carb-Ernährungen bekannt geworden. Und ja, das neueste Produkt ist die sogenannte Flexicarb-Ernährung. Die Flexicarb-Ernährung ist eine Ernährungsform, die eigentlich für jeden Menschen geeignet ist. Sie ist, also ich selbst ernähre mich Low Carb oder ja, eigentlich schon Flexi Carb, wenn ich es genau nehme, seit sehr langer Zeit. Und wie gesagt, ich benutze das nicht, um Gewicht abzunehmen, sondern ich habe es erstmal habe ich angefangen, Gewicht zu reduzieren. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Und ansonsten muss ich sagen, schmeckt mir diese Ernährung, weil mir liegt auch so ein bisschen diese mediterrane Kost, das südländische, nicht nur das Essen, auch das südländische Lebensklima, die südländische Lebensmentalität, alles ein bisschen lockerer zu sehen, ein bisschen gemütlicher zu sehen, weniger Stress zu haben. Und da passt natürlich die Flexicarb-Ernährung sehr gut rein. Was ist das Flexicarb-Ernährungskonzept? Das ist eigentlich ein Ernährungskonzept, das auf den deutschen Durchschnittsbürger abzielt. Also es geht nicht nur um Abnehmen, es geht nicht nur um Gewichtsreduktion, es geht vor allem um eine gesunde Ernährung. Und das, ja, ich sage immer mal, das Wichtigste bei einer Ernährung ist, dass sie nachhaltig und langhaltig ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, so wie der Tim, der hat jetzt gesagt, er macht eine Diät, da hat er schon im Hinterkopf August, spätestens September ist das wieder abgeschlossen. Und dann wird er sich wieder ein bisschen anders ernähren als vorher. Und hier geht es darum, vielleicht ein Ernährungskonzept zu finden, mit dem man vielleicht ab heute seinen Lebensalltag übt und damit natürlich von vielen Vorteilen erleben wird. Ja, und das Thema Kohlenhydrate war ja schon in einigen Abenden ein Thema gewesen. Und hier ist es ganz einfach, die Kohlenhydrate, die musst du dir verdienen. Das ist also das, was man da als Schlagwort immer wieder hört, wenn man über Flexicarb-Ernährungskonzepte spricht. Wir werden gleich auch die sogenannte Flexicarb-Pyramide sehen. In dieser Flexicarb-Pyramide sind 5 Punkte eingearbeitet, die man jetzt so auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist einfach nur so ein kleiner Hintergrund. Ein Hintergrundwissen dazu. Das erste ist die Energiedichte. Ich werde kurz ein paar Worte darüber sagen. Was versteht man unter einer Energiedichte? Da geht es ganz einfach darum, dass ich ein Lebensmittel habe von einer Mahlzeit und jetzt wird geschaut, wie viel Kalorien habe ich pro 100 Gramm Nahrung. Ne? Das heißt also, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich in einer Fastfood-Kette mir einen Burger nehme, da kann ich davon ausgehen, dass ich pro 100 Gramm 260 Kilokalorien habe. Das heißt also, ich habe 100 Gramm gegessen, 260 Kilokalorien sind drin. Ich esse 200 Gramm, dann bin ich bei 520 Kalorien. Ihr könnt das ja selbst addieren. Wenn ich dann noch Pommes und sonst irgendwas dazu esse, dann habe ich locker meine 1000 Kalorien gegessen. Das passt nicht in die Flexicarb-Ernährung. Bei der Flexicarb-Ernährung ist es so, das sollte man schauen, dass man unter 125 Kalorien liegt
pro 100 Gramm Lebensmittel. Das ist also das, was optimal ist, zwischen 125 und 150 Gramm Kohlenhydratanteil pro Mahlzeit, pro 100 Gramm. Das ist gerade noch akzeptierbar und alles, was darüber ist, passt dann einfach nicht dahin. Der zweite wichtige Punkt sind Kohlenhydrate und glykämische Last. Das heißt also, die Art der Kohlenhydrate bestimmen ja, wie hoch der Blutzuckerspiegel ansteigt, wie schnell der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und glykämische Last sagt nichts anderes aus, wie hoch die Insulinbelastung von meinem Kohlenhydratlebensmittel ist. Das heißt also, wie stark wird meine Bauchspeicheldrüse aktiviert, Insulin zu produzieren? Wie stark wird mein Insulinsystem belastet, wenn ich also Kohlenhydrate esse? Das nächste ist die Nährstoffdichte. Bei der Nährstoffdichte geht es darum, wie viel Energie, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe habe ich in diesem Lebensmittel? Wir wollen Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte, aber mit einer hohen Nährstoffdichte. Jetzt nicht, was Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett angeht, von der Menge her, sondern vor allem, was die Vitamine, die Spurenelemente, die Mineralstoffe, die sekundäre Pflanzenstoffe, also Antioxidantien und so weiter angeht. Da wollen wir eine sehr hohe Nährstoffdichte. Und das erreicht man zum Beispiel, wenn man die Sachen frisch isst. Das heißt also, wenn ich jetzt mir einen Salat oder Gemüse nehme, dann ist das alles relativ frisch, dann bleiben sehr viele Vitamine, Spurenelemente in diesem Lebensmittel enthalten und somit ist es für meinen Körper sehr gut. Das nächste, der Punkt 4, ist der Verarbeitungsgrad. Da geht es ganz einfach darum, wie stark sind diese Lebensmittel jetzt verarbeitet. Ne? Also wenn ich jetzt in so ein Regal reinschaue, wo die ganzen Fertigprodukte stehen, da weiß ich, dass es sehr stark verarbeitet. Wenn ich im Obstregal stehe oder an der Gemüsetheke bin oder jetzt an der Fleischtheke bin, dann weiß ich, diese Lebensmittel, wenn es sich um Fleisch handelt, nicht um Wurstwaren, die sind also nicht großartig verarbeitet. Und der letzte Punkt, die wissenschaftliche Datenlage, ist ganz einfach, das alles, was wir hier haben in der Flexicarb-Pyramide, beruht auf wissenschaftlichen Studien, auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Wissenschaftliche Studien sind nicht einfach im Bereich Ernährung durchzuführen, weil oft, ich sage jetzt mal, ein Profitgedanke dahinter steht, weil diese Studien zum Teil gesponsert werden, weil diese Studien meistens sogenannte Kohortenstudien sind, das heißt also keine medizinischen, klinischen Studien und somit kriege ich natürlich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Aber dazu später mehr. Ich habe hier mal, damit man mal sieht, was ist Energiedichte, habe ich mal hier so eine clevere Sättigung aufgezeigt. Hier haben wir also weniger als 125 Kalorien pro 100 Gramm für jedes Gericht. Das ist das, was erstrebenswert ist. Weniger als 150 Kalorien pro 100 Gramm von einem Gericht ist gerade noch akzeptabel. Und wir sehen hier drei Mahlzeiten. Wir haben einmal eine Brotzeit, die zusammengestellt wurde. Das sind insgesamt 650 Gramm, die da gegessen werden. Ja, warum 650 Gramm? So ungefähr 500 Gramm ist das Gewicht, wo der Magen sagt, jetzt bin ich voll. Das heißt also, wenn ich ein gewisses Volumen an Gewicht gegessen habe, dann machen spezielle Rezeptoren im Magen, sagen, da ist jetzt genug. Und somit ist die Sättigung da. Deswegen sind so 500 Gramm pro Mahlzeit, ist eigentlich, wenn es um das Sattwerden geht, gut. Jetzt geht es nur darum, wie viel Kalorien esse ich da. Und wir sehen jetzt hier bei dem ersten Gericht, bei der Brotzeit, wurden insgesamt 650 Gramm gegessen. Es waren 649 Kalorien. Das heißt, die Energiedichte liegt, kann man ja leicht ausrechnen, bei 100 Kalorien pro 100 Gramm. Dann haben wir einen Steak mit Gemüse, also mit Ratatouille, das zubereitet wurde. Da sind wir bei 770 Gramm insgesamt und hier haben wir nur 481 Kalorien. Das heißt also, wir haben eine riesengroße Mahlzeit, aber eine niedrige Energiedichte und somit natürlich ideal, um lange satt zu sein. Wir haben durch das Gemüse viele Vitamine, Spurenelemente zu uns genommen, durch das Fleisch ein gutes Eiweiß auch gegessen und auch noch mit dem Fleisch Vitamine zu uns genommen, auch Eisen zu uns genommen, also auch eine Top-Mahlzeit. Und dann haben wir mal einen Fleischsalat, also bewusst nicht jetzt immer diese Reis, Hühnchen, Hühnchen, Reis, sondern auch mal bewusst ein bisschen
durcheinander ausgewählt. Nicht jeder von uns ist Fleischsalat. Vielleicht ist der Ältere, die älteren Personen unter uns oder auch die Jüngeren, die gerne mal einen Fleischsalat essen. Das ist also nicht dieser Fleischsalat in der Mayo-Pampe da mit Wurst gemacht, sondern der besteht aus 150 Gramm Roastbeef, da ist Avocado drin, 200 Gramm Tomaten, grüne Bohnen sind dabei, Kidneybohnen ein paar dabei und Olivenöl. Hier haben wir 644 Gramm gegessen und sind dann, wenn man die Kalorien, die Energiedichte sich anschaut, bei 102 Kalorien auf 100 Gramm. Also ihr seht, Energiedichte und clevere Sättigung bringt unheimlich viel. Wenn ich mich so ernähre, muss ich keine Kalorien aufschreiben, dann das sage ich euch, da habt ihr 3 Mahlzeiten gegessen, seid ihr bums satt. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir jetzt hier bei 1700, knapp 1800 Kalorien. Also wenn jemand Gewicht reduziert, von den Männern, die nehmen das sofort ab, die Frauen sagen, so viel kann ich gar nicht essen. Das Ganze ist angelehnt an die sogenannte moderne mediterrane Ernährung. Moderne mediterrane Ernährung heißt ganz einfach, hier geht es vor allem darum, frische Produkte zu sich zu nehmen. Das heißt also mediterrane Ernährung, man hat das einfach mal untersucht, was machen diese Menschen in diesen Ländern anders, warum werden die älter, warum sind die gesünder, warum haben die bessere Blutgefäße, weniger Arteriosklerose, weniger Herzinfarkte. Und das hängt einmal damit zusammen, dass sie frisches Gemüse, Salat, Pilze, Beeren, zuckerarme Früchte täglich als Sättigungsgrundlage haben. Das heißt also, der Großteil der Nahrung ist vor allem frisch. Sie arbeiten mit vielen Kräutern. Es wird auch mit Knoblauch gewürzt. Das heißt also, nicht jeder von uns isst gerne Knoblauch. Wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag nicht unterrichten, dann esse ich schon gerne mal Knoblauch. Ansonsten versuche ich das an den Tagen zu vermeiden. Sie nehmen normale Milch und Milchprodukte mit der normalen Fettstufe zu sich. Das heißt also keine Light-Produkte, sondern essen Milch in Fettanteil von 3,8%. Dann mehrfach in der Woche essen diese Menschen Fisch, Meeresfrüchte. Sie nehmen Olivenöl zum Kochen und zum Beträufeln. Das heißt, Olivenöl eignet sich ja sehr gut bis 180 Grad. Natives Olivenöl, und wenn ich dann raffiniertes Olivenöl hole, das kann ich auch bis auf 220 Grad erhitzen, das ist kein Problem. Dann Nüsse und Samen werden regelmäßig gegessen in moderaten Mengen. Das heißt, wir reden da von diesen 30 Gramm, hatten wir letzte Woche mal drüber geredet. Das ist also das, was so locker in die Hand, in die hohle Hand reinpasst. Nicht das, was so reinpasst, ne, wo nichts mehr drüber, gerade noch, wenn noch eins drauffällt, bricht das zusammen wie ein Kartenhaus, sondern so in die flache Hand. Sie essen unterschiedliche Fleischarten, das heißt also sowohl rotes als auch weißes Fleisch. Man sollte das also mischen, man kann das auch schonend zubereiten. Das heißt zum Beispiel ein Wiener Tafelspitz, da wird das Fleisch wird in Wasser, in einer Gemüsebrühe wird das Wasser gekocht. Da entstehen also keine krebserregende Produkte im Fleisch, die beim Anbraten vielleicht entstehen können. Dann ernähren sie sich regional, saisonal, naturbelassen, ballaststoffreiche Lebensmittel. Die Kohlenhydratquellen, die sind meistens mit einer niedrigen glykämischen Last. Und man kann es kaum glauben, moderater Weingenuss zum Essen darf sein. Das heißt also, ein kleines Glas Wein zum Essen, ein Rotwein zum Essen kann, muss man nicht, kann man aber ohne weiteres zu sich nehmen. Da gibt es so eine U-förmige Kurve, das heißt also ein bisschen Alkohol senkt gewisse Risikofaktoren, mehr Alkohol erhöht diese Risikofaktoren wieder, jetzt wie zum Beispiel Diabetes, koronare Herzerkrankungen und so weiter. Wir sehen jetzt hier die Flexicarb-Pyramide. Für die, die die Logi-Ernährung, die Logi-Diät schon mal sich angeschaut haben, die haben das schon mal gesehen. Das heißt, es ist aufgebaut aus einer Basisstufe. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, die darauf aufbauen. Das ist also dieses Teil, was hier konisch nach oben geht. Das ist die sogenannte Flexicarb-Pyramide und nebendran sehen wir dann genügend Sonnenlicht, wir sehen gute Öle, wir sehen Schlaf, wir sehen Alkohol, also Wein. Das heißt, zu den Getränken kommen wir dann noch. Und dann oben drüber, das ist das, was euch vor allem interessiert, wenn ihr Sport macht. Das sind immer so Turnschuhe angezeigt und jeder Turnschuh, also und so Krafttraining jetzt zum Beispiel, heißt,
dass ich, wenn ich eine Stunde Sport mache, 50 Gramm Kohlenhydrate zusätzlich essen darf. Und diese Kohlenhydrate, die wurden hier mit irgendwelchen Nudeln und einem Vollkornbrot dargestellt. Das heißt, eine Stunde Sport heißt, dass ich eine Portion Kohlenhydrate mit 50 Gramm Kohlenhydrat an zusätzlich essen kann. Zwei Stunden Sport, zwei Portionen, drei Stunden Sport, drei Portionen. Das heißt also, so kann ich das Ganze dann steigern. Auf der ersten Basis sehen wir jetzt einen Ausschnitt. Der Michael, der macht es gleich wieder größer, aber ich denke, wir sehen alles, was wir sehen wollen. Genau, da ist jetzt die Basis. Bei dieser Basis der Flexicarb-Pyramide geht es darum, wie bilde ich eine optimale Ernährung, und die soll wasser- und ballaststoffreiche Lebensmittel besitzen. Und wasser- und ballaststoffreiche Lebensmittel haben wir in Gemüse, in Salat. Das heißt, Salat besteht zu einem sehr hohen Anteil, über 90% aus Wasser. Ich habe wenig Kohlenhydrate, somit habe ich eine niedrige glykämische Belastung. Ich habe eine hohe Nährstoffdichte, was jetzt die sekundäre Pflanzenstoffe angeht. Und das soll jetzt die Basis darstellen. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das können Artischocken sein, Auberginen, Paprikaschoten, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Zucchini, Fenchel. Also ihr seht ja selbst, was da drauf ist. Dann stärkearmes Gemüse, Beeren gehören damit dazu, Pilze kann man dazu essen. Das ist also das, was die Basis ist, und da sollte man zu jeder Mahlzeit reichlich essen. Auf der ersten Stufe haben wir jetzt unsere sogenannte Eiweißquelle. Das heißt also, hier sind unsere Eiweißlieferanten, die niedrige Energiedichte haben, fast keine Kohlenhydrate, also relativ fettarm sind. Hier haben wir verschiedene Fleischsorten. Das kann ein Lammfleisch sein, ein Rindfleisch, das kann Schweinefleisch sein. Wichtig ist immer wieder die Qualität von diesen Lebensmitteln. Das heißt also, ideal ist es, wenn die Tiere draußen auf der Weide waren, ob das jetzt Hühner sind, die Freilandeier gelegt haben, oder ob das jetzt die Rinder sind, die das ganze Jahr über draußen rumlaufen können, ob das Fische sind, die Wildfang haben. Ganz kurz, kannst du bitte mal aufhören zu reden? Entschuldigung, das sind also Meeresfrüchte auch, wenn es geht, nicht aus irgendwelchen Aquakulturen. Da geht es also auch um den Frischegrad, und der ist besonders wichtig. Da geht's, sollte man ungefähr 3 Portionen am Tag davon essen. Das heißt, als Eiweißquelle 3 Portionen und dann vielleicht so 2 bis 3 Mal in der Woche ein Fisch essen wäre super, wenn man das machen könnte. Und wenn man die Fleischsorten miteinander mischt, dann hat man die Vorteile, dass wenn gewisse Vitamine in einer Fleischsorte niedriger vorhanden sind, dass ich die in der anderen Fleischsorte mehr habe, oder vielleicht, wenn gewisse Nachteile in einer Fleischsorte sind, dass ich die in der anderen dann weniger habe. In der dritten Stufe haben wir dann das stärkehaltige Obst, das heißt also Obst, was eine hohe Energiedichte hat. Wir haben hier niedrige bis mittlere Energiedichte im Obst. Wir haben dann die Trauben, die Banane, die Ananas, die Kirschen haben wir hier mit drauf. Dann gehört auch dazu der Käse. Und beim Käse gibt es ja auch, das kann sein, was weiß ich, Sahne, Mascarpone. Also das kann ruhig ein fetter Käse sein. Ihr wisst ja, Fett ist ein guter Geschmacksträger. Und wenn man solche Flexicarb-Gerichte kocht und man kocht die nach dem Kochbuch von denen, dann wird der feststellen, ich habe immer das Gefühl, ich bin in einem tollen Restaurant und esse ganz tolle Gerichte, wenn ich mir solche Gerichte zubereite, weil man über seinen Tellerrand schaut, weil man hat da seine Lebensmittel, die man immer verwendet, und durch diese Kochbücher kommt man auf neue Ideen und erweitert somit sein Repertoire, was natürlich auch Spaß macht, vor allem wenn das Essen dann noch besser schmeckt, und somit ist man natürlich voll begeistert dabei. Dann auf der nächsten Stufe, jetzt wird schon ein bisschen dünner, in der dritten Stufe, da haben wir jetzt stärkehaltige Gemüsesorten, wie jetzt zum Beispiel die Kartoffel, die Süßkartoffel, wir haben die Vollkornprodukte hier stehen, wir haben Mais, auch stärkehaltig. Hier haben wir einen relativ höheren Kohlenhydratgehalt, was den Blutzuckerspiegel dementsprechend auch wieder mittel bis stark ansteigen lässt. Deswegen von diesen Kohlenhydraten
hängt es immer davon ab, wie viel körperliche Aktivität ich habe. Wenn ich jetzt also viermal in der Woche Sport mache, dann kann ich also eine Portion von diesen Lebensmitteln ohne weiteres essen, immer eine Stunde Sport gerechnet. Wenn ich keinen Sport mache, wenn ich, ich sage jetzt mal, der, wie sagt man so schön, das klingt, ist zwar jetzt nicht so salonfähig, aber der Sesselfurzer bin, das heißt den ganzen Tag nur sitze und mich nicht bewege, dann ist es natürlich schon sinnvoll, dass man dann weniger von diesen Produkten isst. Wie gesagt, das ist abhängig vom Lebensstil und von der körperlichen Aktivität. Dann an der vierten Stufe haben wir jetzt stark industriell hergestellte Lebensmittel. Die haben keinen gesundheitlichen Nutzen. Da ist also jetzt nichts Großartiges an Nährwerten drin, auch wenn da manchmal wieder gezeigt wird, hier die Schokolade hat ja doch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe drin. Das mag ja stimmen, aber die kann ich irgendwo anders viel besser herkriegen. Also diese Lebensmittel sollte man also nicht so oft oder nur selten auf dem Speiseplan sehen. Das heißt also, wenn man mal eine Pizza isst, dann kann ich sagen, wenn ich einmal im Monat eine Pizza esse, dann ist das ja durchaus okay. Es soll nicht jeden Tag eine Pizza sein und am nächsten Tag ein Croissant und am nächsten Tag die Pommes und am nächsten Tag der Kuchen, sondern da sollte man sich also von diesen Lebensmitteln sollte man sich ein bisschen distanzieren. Und an der Spitze haben wir dann jetzt exemplarisch Honig, Sirup und Zucker mal dargestellt. Das heißt also, hier geht es um die Spitze der Pyramide. Sie liefern uns sogenannte leere Kohlenhydrate. Das heißt also, hier sind wenig Vitamine, Spurenelemente drin. Was noch dazu kommt, Zucker wirkt auf viele von uns wie eine Droge. Das heißt, je mehr man davon isst, umso mehr möchte man auch noch, und so mehr Verlangen kriegt man dazu. Selbst bei Honig ist das so. Der Nachteil ist bei der ganzen Geschichte, dass unsere Süßrezeptoren, dass die mit der Zeit immer tauber werden und wir immer mehr süßen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Zeit lang auf diese Produkte verzichten, werden wir sehen, dass wir diese Süße, diese natürliche Süße von den Lebensmitteln viel einfacher wieder schmecken können. Dazu natürlich auch Getränke, und bei den Getränken kommt es auch wieder darauf an, auf den Kalorien- und Zuckergehalt. Also ein echter Durstlöscher sollte kalorien- und zuckerfrei sein. Da ist am besten eigentlich ein Wasser, ist da eigentlich am besten geeignet. Der Nachteil, wenn ich irgendwelche Säfte trinke, dass ich flüssige Kalorien habe, die ich ja zu meinen Lebensmitteln noch dazu rechnen muss. Und da kommt schon einiges da zusammen, wenn man also sowas zuführt. Es soll frei von Aroma und Farbstoffen sein, weil das wieder künstlich hergestellt wird zum Großteil. Und ganz wichtig, kein Zusatz von Süßstoffen, weil man weiß, dass die Leitgetränke zwar kalorien- und zuckerfrei sind, aber dieser Süßstoffkonsum hat in neueren Erkenntnissen dazu geführt, dass sich die Darmflora verändert, dass zum Teil auch der Stoffwechsel verändert wird, und somit sollte man besser auf sowas verzichten. Wir sehen hier nochmal die Getränke dargestellt. Also unten haben wir das Wasser dargestellt in der Basisstufe. Davon sollte man 1,5 bis 2 Liter trinken am Tag. Dann Kaffee oder Tee kann man trinken. 3 bis 4 Tassen am Tag. Kaffee hat keine entwässernde Wirkung. Wir hatten ja auch da schon mal ein Thema drüber. Oder kommt vielleicht sogar. Der Michael ist da besser drauf. Der weiß das besser als ich. Und also 3 bis 4 Tassen Kaffee oder Tee am Tag kann man ohne weiteres trinken. Das zählt auch dann noch zur Flüssigkeitsaufnahme. Dann haben wir oben drüber, haben wir dann die Fruchtsäfte stehen. Bei Fruchtsäften ist es so, dass wir wieder relativ viel Kalorien zuführen. Deswegen, wenn man Fruchtsäfte trinkt, sollten die verdünnt sein in einem Verhältnis von 1:4. Das heißt, ein Teil Fruchtsaft, 4 Teile Wasser. Dann haben wir oben diese Leitgetränke, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind irgendwelche Aromagetränke, und dann ganz oben auf der obersten Stufe, selten, haben wir dann unsere künstlichen Säftchen, die man da auch zu kaufen kriegt, also Softdrinks und solche Sachen. Das sollte man, wenn es geht, meiden. Welche Arten, für welche Arten von Flexi oder für welchen Menschen ist Flexicarb Ernährung geeignet? Und hier haben sich die Autoren, die Heike Lemberger, die Franka Macchiameli und der
Nikolai Worm, die haben sich da sehr viele Gedanken gemacht und die haben dann das eingeteilt in 4 Rubriken, und zwar Carb 50, Carb 100, Carb 150, Carb 200. Carb 50 heißt, ich esse 50 Gramm Kohlenhydratanteil in der Nahrung. Das heißt, wir sind da schon in der ketogenen Ernährung. Und das dient eigentlich zu therapeutischen Zwecken. Das heißt also, wenn man aus therapeutischen Zwecken die Kohlenhydratzufuhr stark einschränken muss, weil man gewisse Erkrankungen hat, dann kann man also, wie gesagt, Flexicarb-Ernährung Carb 50 machen. Für die Menschen, die sich wenig bewegen, die abnehmen möchten, die keinen Sport treiben, die einen sitzenden Bürojob haben, also sich wenig bewegen, da ist Carb 100. Das ist also dann zum Abnehmen, für schlank und gesund zu sein. Wenn ich mich ein bisschen bewege und mein Gewicht halten möchte, dann kann ich mit Carb 150, das heißt, ich esse 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag, kann ich also da sehr gut leben. Durch diese Gemüsen und stärkearmen Gemüsesorten und Obstsorten kann man da wirklich extrem viel Volumen essen, bis man dann auf 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag kommt. Und Carb 200 ist für die Leute, die sich wirklich aktiv bewegen. Das heißt also, die im Job her sich schon viel bewegen, und die Leute, die 3-4 Stunden Sport in der Woche machen, die können sich also ohne weiteres, können die sich dann so ernähren. Die Flexicarb-Ernährung hat sogenannte 12 Regeln. Und bei diesen 12 Regeln geht es darum, dass ich im ersten Punkt auf Mahlzeiten achte, die eine geringe Energiedichte haben, die wasserreich sind, von denen soll ich am meisten essen. Das ist eine gute Sättigungsgrundlage. Mindestens 3-mal am Tag Gemüse, 2-mal am Tag Obst, stärkearmes Obst. Das kennt ihr schon aus den anderen Webinaren, kommt das immer wieder, 5 am Tag. Und wir reden immer von 100, 125 Gramm pro Portion. Das heißt, da kommt man so auf 625 Gramm Gemüse am Tag. Das kann auch ein bisschen mehr sein, ist überhaupt kein Problem. Dann jede Mahlzeit sollte 1 bis 2 eiweißreiche Lebensmittel beinhalten. Das heißt also so 150 bis 200 Gramm pro Mahlzeit. Das wären 150 Gramm Fisch oder 150 Gramm Pute oder 200 Gramm Pute oder vielleicht mal Mozzarella oder ein Hüttenkäse 200 Gramm oder ich hatte noch was auf der Zunge, was ich dazu, 2 Eier zum Beispiel gekochte, kann man da noch mit reinmachen, da ist man so bei 120 Gramm, wenn die Eier ein bisschen größer sind, vielleicht sogar bei 140 Gramm. Das wäre interessant. Dann Augenmaß bewahren bei Nahrungsmitteln mit einer hohen Energiedichte, das heißt also Nudeln, Reis, Brot, da habe ich eine relativ hohe Energiedichte. Da sollte man also ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man Getreideprodukte isst, dann sollte man am besten dann die Vollkornvariante wählen, weil in der Vollkornvariante habe ich auf jeden Fall die Vitamine, die in der Schale oder unter der Schale enthalten sind, habe ich noch mit dabei, und sekundäre Pflanzenstoffe. Dann Brot, vielleicht eher ein Sauerteigbrot essen. Beim Sauerteigbrot werden durch die Bakterien, Schadstoffe im Weizen, die wir schlecht vertragen, werden abgebaut. Und ein helles Sauerteigbrot ist für die Darmflora noch besser als ein Vollkornbrot. Und das ist auch mal wieder interessant. Dann bevorzugen Sie frische, unverarbeitete Lebensmittel. Das heißt also, hier geht es wieder darum, dass man saisonal einkauft, dass man die Sachen frisch einkauft. Wir haben es ja schon mal gehört in den anderen Kursen, die Zeit ist der Tod der Vitamine, und deswegen sollte man immer alles frisch zubereiten, zum Teil roh, zum Teil gedünstet die Lebensmittel zubereiten. Dann nicht beim Fett sparen. Fett ist ein guter Geschmacksträger. Wir reden aber hier von guten Fetten, das heißt von Rapsöl, von Olivenöl. Da darf auch mal 20, 30 Gramm Butter pro Mahlzeit mit dabei sein. Dann schmeckt das alles direkt viel besser. Dann verdient euch eure Kohlenhydrate, das heißt, durch Sport kann ich zusätzlich nochmal Kohlenhydrate zuführen. Das wäre für Michael ist das interessant, wenn der sagt, ach, ich mache jetzt 4 Stunden Ausdauertraining, dann kann der 200 Gramm Kohlenhydrate nochmal zusätzlich zuführen. Da ist er bei 300, 500, 300, 400 Gramm Nudeln,
die er dann nochmal zusätzlich essen könnte, nur mal so als Beispiel, also da kommt schon einiges zusammen. Dann trinkt genug, ne? Also immer wieder Wasser, ganz, ganz wichtig. 1,5 bis 2 Liter kalorienfreie Getränke am Tag, so als Faustwert. Und dann kommt es nochmal dazu, was habe ich in meinem Job, was verliere ich im Job, schwitze ich da viel, was verliere ich im Training, da kommt dann pro Stunde nochmal ein Liter dazu. Moderater Alkoholkonsum muss nicht sein, also man muss keinen Alkohol trinken, aber wenn man gern guten Wein trinkt, wie gesagt, kleines Glas Wein für uns die Frauen jetzt und ein bisschen größer für die Männer, weil sie auch ein bisschen mehr Gewicht haben. Das kann man also ohne weiteres machen. Dann ganz, ganz wichtig, von April bis September mittags, in die Mittagszeit in die Sonne gehen. Da geht es um Vitamin-D-Aktivierung, D3-Aktivierung. Jetzt, das Wetter war ja heute auch nicht so unbedingt, dass man sagt, das war tolles Sonnenwetter. Da kann man sich über eine Supplementierung auch nochmal Gedanken machen. Dann auf ausreichend langen und guten Schlaf, erholsamen Schlaf achten. Dazu gehört das, was wir eigentlich nie machen. Ich denke, der Tim wird da genauso sein. Vor 12 Uhr, also vor 24 Uhr ins Bett gehen. Das ist im Trainerjob eigentlich unmöglich. Aber die 2 Stunden vor 24 Uhr, die sind sehr erholsam. Deswegen sollte man diesen Schlaf nutzen. Steht bei mir auch immer auf der Agenda, früh ins Bett gehen. Ich lese das auch immer wieder. Ja, und dann seht ihr mal hier nochmal ein Gericht dargestellt. Das ist ein Salat Nisoise. Das heißt also, hier ist 50 Gramm Thunfisch drin, sind Anchovies drin, da ist Ei drin, das sind 200 Gramm Gurke, 200 Gramm Tomate, 30 Gramm Oliven, 100 Gramm grüne Bohnen, 100 Gramm Blattsalat. Das heißt, wir sind bei 819 Gramm, haben 552 Kalorien. Der Fettanteil liegt bei 69%. Die Energiedichte liegt bei 94 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt also, wenn jemand 819 Gramm gegessen hat, dann hat er einen Bauch, der fühlt sich wirklich hier überfressen, so viel muss ich gar nicht essen, nur aber, dass er mal sieht, dass man da nicht hungert, wenn man sowas macht. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde das hier jetzt an dieser Stelle mal machen. Wie gesagt, es gibt diese 2 Bücher in dem Bereich, die der Nikolai Worm mit der Heike Lemberger und der Franca Machiavelli geschrieben hat. Ich kenne sie alle 3. Ich habe selbst schon Ausbildung bei ihnen gemacht. Nikolai Worm war lange Kollege bei uns, bevor er in den Ruhestand gegangen ist, hat also als Dozent an der Hochschule gearbeitet. Und diese Bücher kann ich euch auch wärmstens empfehlen, weil die Gerichte, die da drin sind, gerade in dem Kochbuch, sind phänomenal. So. Thomas, in der Vorbesprechung habe ich gesagt, 45 Minuten Vortrag und dann haben wir noch 15 Minuten Zeit für die Fragen. War ich gar nicht so schlecht gelegen, aber ich denke, das Thema ist einfach auch wichtig, dass man es erklärt und dass man da einfach auf die Hintergrundinformationen eingeht, weil es geht ja um eine spezielle Ernährungsform. Deswegen gönne ich dir mal kurz eine Verschnaufpause mit einem leckeren Glas Wasser und würde einfach mal so ein paar Fragen schon mal mit reingeben. Zum einen hat die Melanie hier mit reingeschrieben, 100 Gramm Lebensmittel gleich 125 Kilokalorien und 1500 Kilokalorien gleich 1200 Gramm Lebensmittel. Ich glaube, du hast es in deinen Folien ja auch nochmal deutlich gemacht, wie man das ungefähr rechnen kann. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz was dazu sagen. Genau, also wenn ich jetzt ein Lebensmittel zuführe und ich nehme jetzt einfach mal ich nehme mal einen Joghurt, ganz kurz, da können wir direkt zeigen. Das ist am einfachsten. So, ich habe jetzt hier einen Joghurt genommen. Der hat 500 Gramm, 3,8% Fett. Und wenn ich jetzt hier drauf schaue, sind in 100 Gramm 66 Kilokalorien in diesem Joghurt drin. Das heißt also, wenn ich jetzt in den Joghurt noch ein bisschen Obst reinmache, von mir aus Himbeeren zum Beispiel, dann komme ich ungefähr auf 80 Kalorien auf 100 Gramm. Das heißt, wenn ich dann 200 Gramm esse, dann habe ich halt 160 Kalorien. Und wenn ich ein Kilo esse, dann habe ich halt 800 Kalorien. So denke ich mal, kann man sich das gut vorstellen. Das heißt also, es geht immer darum, wie viel Menge esse ich und wie viele Kalorien sind da drin. Das ist so, wie wenn ich sage, ich habe eine Tüte voll Pfennigstücke oder ich habe eine Tüte voll 2-Euro-Stücke. Die 2-Euro-Stücke haben viel mehr Geldwert
Das wären dann die Kalorien bei den Pfennigstücken. Gleiches Gewicht hätte ich viel weniger Geld. So ungefähr kann man sich vorstellen. Ich hoffe, das kam so gut verständlich rüber. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Tim, Schokolade, das ist doch genau dein Thema. Deswegen habe ich mir gedacht, die Frage von der Melanie, weil Thomas ja gesagt hat, mit dem Thema Schokolade ist ihr in der Form nie oder ganz, 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 ganz selten. Wie sieht es jetzt mit der Schokolade, die einen 90-prozentigen Kakaoanteil hat, aus? Ja, also die Schokolade, die wird immer natürlich recht positiv auch geredet, weil sie halt Antioxidantien enthält, die sich positiv aufs Herz-Kreislauf-System auswirken können. An sich sind Antioxidantien immer gut. Die gibt es auch viel in sehr natürlichen Lebensmitteln. Also muss nicht Schokolade sein. Das ist jetzt geht auch in Beerenfrüchten oder so, wo die sehr gut enthalten sind. Aber prinzipiell muss man abwägen zwischen, also was für ein Ziel hat man und was will man erreichen? Man muss abwägen zwischen den Kalorien, die man aufnimmt, den Fetten und den Kohlenhydraten, die man aufnimmt und den Antioxidantien, die man aufnimmt. Ja, das eine wiegt das andere jetzt nicht unbedingt auf. Wir haben gerade das Rezept zum Schluss gesehen vom Thomas und das war ein Salatrezept, wo ja richtig viele Inhalte drin waren. Ich glaube, es waren 800 Gramm oder so, hast du gesagt, 850 ja. Gramm. Und es waren um die 500 Kalorien. Und esse ich jetzt 100 Gramm dieser schwarzen, der 90 oder 99% Kakaoschokolade, habe ich genau dieselbe Menge Kalorien gegessen. Und ich habe natürlich nicht die ganzen Ballaststoffe, das ganze Protein, die gesunden, guten Fette. Ich habe die ganze Menge allein schon des Essens nicht. Also ich bin da natürlich längst nicht satt. Wahrscheinlich kriege ich noch eine Heißhungerattacke, weil mein Insulinspiegel noch ansteigen wird. Ich habe in der Schokolade gehärtete Fette, die mein Körper nicht richtig gut aufnehmen kann. Und zudem, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Menge und noch auch recht viel einfachen Zucker drin, der wieder für einen Insulinanstieg sorgt, also Blutzuckeranstieg im Körper. Das wiederum hemmt unsere Fettverbrennung und kann dafür sorgen, dass, wenn der Blutzuckerspiegel wieder fällt, wir wieder vermehrt Hunger haben, eine Hungerattacke bekommen. Und das alles muss man natürlich entgegenstellen dem positiven Effekt mit den Antioxidantien. Und wichtig ist einfach immer, dass man kann mal naschen, also da spricht gar nichts dagegen, man kann sich mal so ein Stück gönnen oder so, aber man sollte davon Abstand nehmen, dann vielleicht die ganze Tafel zu essen. Und was ich halt auch mal wieder feststelle, auch so in der Praxis, ist die Wahrnehmung, was man halt verbrennt durch Sport und was man dann essen darf, die stimmt oft nicht, ne? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, irgendwie eine richtig anstrengende Trainingssession, Krafttraining, 45 Minuten intensives Krafttraining, und dann denken manche, okay, jetzt kann ich mir meinen Latte Macchiato mit Topping plus meine Schwarzwälder Kirschtorte, das Stück Kuchen, das kann ich mir jetzt gönnen, weil das ist insgesamt viel weniger, als ich verbrannt habe. Ich habe in 45 Minuten geschwitzt. Und das stimmt halt nicht. Das kann dann mal schnell nach hinten losgehen. Natürlich kommt es immer ein bisschen individuell jetzt, aber gerade bei Frauen kommt es durch den geringen Muskelanteil, ist oft die Kalorienmenge, die dann verbraucht wird, gar nicht so hoch. Und das, was man dann schnell auch durch Zucker oder durch ein Stück Kuchen, was man da schnell mal reingegessen hat, wo man denkt, naja, und dann noch das bisschen Latte Macchiato dazu oder so, das kann jetzt nicht so viel ausmachen, das ist dann halt doch schon eine ganze Menge an Kalorien. Und dasselbe gibt es auch in gesund, dass da oft das Augenmaß oder die, ich sag mal, die Einschätzung nicht ganz stimmt. Beispielsweise esse ich in der Diät eigentlich gar keinen Reis mehr, sondern ich esse dann immer Kartoffeln. Und ich habe mit 100 Gramm gekochten Reis ungefähr, sagen wir mal, 130 Kalorien. Und ungefähr 24, 25, 30 Gramm, je nach Reisart, Kohlenhydrate. Und ich habe mit derselben Menge Kartoffeln die Hälfte an Kalorien und die Hälfte an Kohlenhydraten. Ja. Und es ist trotzdem dieselbe Menge, weil beim Kochen verändert sich die Kartoffel ja von der Größe nicht. Ne? Also da kann man auch sehen, dass auch gesunde Lebensmittel oder Ei oder sagen wir mal Lebensmittel, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt eine Diät mache, dann müsste dazu der Reis ja ganz gut passen als Basis, dass das halt oft auch trügerisch ist.
denn die Kalorienmenge ist halt ganz entscheidend, wenn man halt abnehmen möchte. Und auch durch gesunde Lebensmittel kann man natürlich viele Kalorien zu sich nehmen, ne? Und dann muss man also schauen, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel gerade Gewichtsreduktion oder ist mein Ziel mein Gewicht halten, mich aber gesund ernähren? Oder ist mein Ziel, auch wenn es jetzt ein Kilo mehr wird, ich aber super gesund damit mich ernähre, ist auch okay. Da muss man immer genau schauen, was möchte man. Ne? Tim, wenn du Schokolade isst, isst du da Schokolade mit 90% Kakaoanteil? Das ist die Bitterschokolade. Genau, ist die Bitterschokolade. Ne? Ja. Ich mag die sehr, sehr gerne, aber ich esse sie extrem, also ich mag die wirklich gerne, diese ganz dunkle, aber ich esse sie extrem selten. Ich muss sagen, ich habe ja einmal in der Woche einen Tag, wo ich mir auch mal Süßes und so gönne, und an dem Tag esse ich dann, muss ich sagen, wenn es mal Schokolade ist, auch eher die Vollmilchschokolade. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, ganz klar. Ne? Also da, und diese Vollmilchschokolade, weiß, Crispy Crunch, ja, ja. Irgendwie geht. Wenn's und die steht oben auf der Liste. Ne? Also diese 90% Kakaoanteil, das ist eine Schokolade, die der deutsche Bundesbürger im Schnitt nicht isst. Also da wurde mal eine Untersuchung gemacht. Die Deutschen, die sind eher so, der Michael, der hat ja gerade eben so ein Grinsen gekriegt, wie er die Milchschokolade da erzählt hat. Also das ist eher so der Milchschokolademensch. Also diese Bitterschokolade an sich mit dem hohen Kakaoanteil, das ist schon gut. Aber wie gesagt, da isst man keine Tafel von, sondern wie gesagt, mal ein kleines Stück auf der Zunge zergehen lassen. Dann ist das sicher noch in Ordnung. Oder ein bisschen in Kaffee reinmachen, dann kann man sowas eher noch machen. Aber ansonsten, ja, Schokolade ist so ein Thema, ja. Genau, und jetzt nur mal als Beispiel. Ich habe heute Abend, werde ich Kartoffeln essen. Und dazu wird es ein bisschen mageres Rind geben. So, und das ist eine große Portion. Und dann, dazu habe ich noch Kohlrabi-Gemüse. Das ist gekochter Kohlrabi. Und das ist eine richtig große Portion für mich und die reicht mir auch als Abendessen, da bin ich satt. Hätte ich allerdings ungefähr 130, 140 Gramm Nüsse gegessen, wäre ich auf dasselbe an Kalorien gekommen. Aber glaubt mir, ich wäre absolut nicht satt gewesen und absolut nicht zufrieden damit. Hätte aber dieselben Menge Kalorien gegessen und ich wäre später wahrscheinlich nochmal zum Kühlschrank gegangen und hätte mir noch irgendwas anderes geholt. Also das ist so die Sache, die man immer ein bisschen im Auge behalten muss. Ich will übrigens nicht dazu verführen, jetzt die Kalorien zu tracken. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und das ist, da muss man sehr aufpassen. Sowas artet schnell in Stress aus, sodass man das Essen dann gar nicht mehr richtig genießen kann und denkt, ah, jetzt muss ich hier noch irgendwas abwiegen und ja, wie viel Gramm sind das jetzt? Und dann schneidet man noch ein Stück von der Kartoffel ab, damit es passt und so. Und das ist geht eher schon in Richtung, ich sag mal, Essstörung oder sowas. Sowas muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber man sollte grob schon im Auge haben, was hat das Lebensmittel, was ich hier vor mir habe, so ungefähr auf 100 Gramm an Kalorien, damit man mal ja so ein bisschen einen Richtwert hat. Ich glaube, das Stichwort, was du sagst, Tim, ist Bewusstsein. Ne? Ich muss mir bewusst sein, wenn ich was in die Hand nehme, zum Mund führe und es da reinstecke, was passiert, wenn ich das zu mir nehmen. Was passiert in meinem Körper? Und oftmals ist es ja so, das, was ich eben nicht mehr wahrnehme. Ja, wir kennen viele Firmen an der Kaffeemaschine, da steht der Süßigkeitentopf. Und in dem Moment, wo ich warte, dass mein Kaffee da rausläuft, ach ja, so ein kleines Ding, und schon ist es drin. Und das weiß ich aber irgendwann später nicht mehr, weil ich bin mir dessen nicht bewusst. Zumindest gibt es viele Leute, die sich dessen nicht bewusst sind. Und da passiert ja genau das, was du vorhin gesagt hattest. Insulinspiegel hoch, runter, Heißhunger, gib mir mehr. Zucker, hey, gib mir mehr Zucker. Und ich glaube, darum geht es im Kern, sich immer bewusst machen und auch Kenntnis über die Lebensmittel haben. Und das ist ja auch ein Teilziel unserer Webinare, da eben entsprechend Wissen zu vermitteln, damit man da für den Alltag ein Stück weit schlauer wird. Und ich gehe da voll und ganz mit dir mit. Essen muss auch noch Genuss sein. Ja? Also es darf auch noch schmecken und man soll es auch genießen und nicht in sich reinschaufeln, sondern man darf sich auch mal Zeit lassen beim Essen. Man kann es auch mal ein bisschen zelebrieren und auch mal so ein bisschen entschleunigt von dem Ganzen runterkommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Thomas, wir hatten eine Anmerkung von der Kirsten und da bist du mir auch eingefallen. Kirsten sagt, ich bin ein großer Fan von der Nahrungszubereitung im Wok. Da fliegt bei mir alles rein, was Gemüse, Käse, Ei, Fisch, Fleisch, Nüsse, Samen, etc. heißt. Das geht schnell und man hat kaum Geschirr zum Abwaschen. Ich denke, das kannst du absolut bejahen. Ja, weil ich auch selbst gerne mit dem Wok koche, jetzt im Sommer nicht. Da ist mir einfach zu warm. Ich habe eine Dachwohnung, ich habe 27 Grad heute hier. Da habe ich keine Lust auf Wokküche. Da esse ich lieber Rohkost. Aber natürlich, Wok ist erstens mal eine schnelle Küche. Ne? Das heißt, ich muss da nicht die unterschiedlichen. Oft ist ja so, dass viele Leute meinen, ja, die Kartoffel, die muss ich ja, die Karotte muss ich erst blanchieren, bevor ich dann das nächste reinmache. Das brauche ich alles nicht, sondern ich kann das alles auf einmal reinschmeißen, kurz erhitzen. Und bevor das Ganze richtig Wasser zieht, dann muss man hingehen und muss, ja, dann ist es eigentlich fertig. Ne? Das heißt, viele lassen es zu lang drin, dann ist es verkocht. Am besten ist ein Erdnussöl dazu zu nehmen, das kommt ganz gut rüber. Und wie gesagt, ja, Topf ist schnell sauber. Ne? Anschließend mit warmem Wasser abgespült, mit einem Handtuch kurz durchgewischt und Handtuch in die Waschmaschine, fertig. Weil du nochmal Kochen angesprochen hast, Tim, und auch vorher Kohlrabi und so weiter, ist mir nochmal ein Learning eingefallen, was ich mir auch fest aufgeschrieben habe für die Zukunft, was ich eben auch mitgenommen habe. Das Thema Kochen von Gemüse eher Richtung Dampfgaren zu machen mit einem Dampfgarer. Wir hatten ja das Webinar zum Thema Tiefkühlware, die ja prinzipiell extrem gut ist, noch was den Vitamingehalt angeht, wenn ich es entsprechend danach auch noch dampfgar, weil ja die meisten Botenstoffe da irgendwo noch mit gehalten worden sind. Also das nochmal für diejenigen, die das Webinar vielleicht nicht gesehen haben oder das noch nicht in ihrem Learning haben. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning ist Dampfgaren vor Kochen. Ja. Tim, wir haben eine Frage von der Nicoletta. Berechnen sich die Kalorien bei Rohkost genauso? Sie isst am liebsten alles roh. Gemüse maximal blanchiert und Fleisch, Fisch auch mal gebraten. Aber dank guter Einkaufsquelle auch am liebsten roh. Hier fliegt gerade ein Hubschrauber rüber, aber sollte jetzt gleich wieder leise sein. Ja, also erstmal kann man, also bei Lebensmitteln wie Reis und Kartoffeln zum Beispiel, wenn man die, wenn man jetzt da Kalorien berechnet und ich berechne jetzt bei 100 Gramm Reis roh die Kalorien und ich koche das dann, dann hat das natürlich eine andere Menge und anderes Volumen, was es dann gekocht hat. Die Kohlenhydrate verändern sich da tatsächlich auch, umso länger ich dann das gekochte, also den gekochten Reis stehen lasse. Und dann kann sich die Kalorienanzahl tatsächlich reduzieren, weil dann die Stärke noch ein bisschen aufbricht sozusagen in dem Lebensmittel. Und dann sind es etwas weniger Kalorien. Allerdings mache ich es immer so, ich berechne das Rohgewicht von dem Reis. Dann koche ich den Reis und dann esse ich ihn direkt danach. Und lasse ich ihn stehen, dann kann ich auch das, arbeite ich trotzdem mit den 100 Gramm Rohgewicht. Das hängt damit zusammen, dass ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehe, denn mehr Kalorien werden es auf jeden Fall nicht. Ja? Es werden nicht mehr Kalorien. Der Reis wird jetzt nicht plötzlich hochkalorischer und somit bin ich sogar noch ein bisschen besser in meiner Diät dabei. Ansonsten ja, kannst du super bei den Apps auch mittlerweile auswählen zwischen, ob du zum Beispiel jetzt gekochtes Gemüse oder frisches Gemüse nimmst. Das kannst du direkt schon auswählen und dann siehst du dort auch die genauen Kalorienmengen. Also das ist gar kein Problem. Das geht ziemlich einfach. Und beim Ei oder so oder beim Fleisch oder Fisch, wenn das eine gute Qualität hat, ist das auch gar kein Problem. Wenn du eine ganz, ganz schlechte Qualität hast, dann kann es natürlich sein, dass du beim Hühnchen, ich sage jetzt mal netto, irgendwie 300 Gramm hast und dann nach dem Braten nur noch 200 Gramm. Ja, das ist durchaus möglich. Das liegt dann aber hauptsächlich daran, dass Wasser aus dem Produkt entwichen ist. Und das Wasser hat ja nun keine Kalorien oder so. Also das ist... Ja, und solange sie rohes Gemüse gut verträgt, ist das ja kein Problem. Genau. Kann man also ohne weiteres essen. Manche brauchen, da ist das Verdauungssystem
kennen das noch nicht so. Also eine Umstellung auf eine Rohkost sagt man in der Regel ungefähr ein Jahr. Ne? Also wir stellen ja um von einem Tag auf den anderen und man fährt da ganz langsam hoch auf Rohkost. Da braucht man ungefähr ein Jahr, bis das damit sich das Verdauungssystem auch an diese Menge an Rohkost anpassen kann. Bei Fleisch und Fisch, alles, was sie gern roh isst, also wenn ich jetzt Sushi oder so an sowas denke, klar, kein Thema, wenn das frisch ist, kann man das gerne machen. Fleisch, ja, ein Tatar, auch roh gegessen. Der Unterschied der Zubereitung besteht darin, dass es denaturiert, das heißt, die Verweildauer im Magen wird dadurch um das Zigfache verlängert. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein rohes Fleisch, wenn ich das nehme, und esse das, hat eine Verweildauer von circa einer Stunde im Magen, während wenn das gebraten ist, dann kann das ruhig mal 3, 4, 5 Stunden im Magen Verweildauer haben. Thomas, weil du gerade dran bist am Zepter, von der Melanie noch eine Frage zum Thema Wenigfett-Joghurts, der durch Leinöl gepimpt wird. Wie verhält sich's mit dem? Ja, also aus dem Joghurt wird ja das Fett irgendwie rausgezogen, einfach damit er wenig Fett hat. Dadurch verliert er enorm Geschmacksträger. Jetzt gehst du hin und führst Leinöl zu. Wahrscheinlich möchtest du mit dem Leinöl deine Omega-3-Fettsäurenquelle verbessern. Das kann man als Frau gut machen. Als Mann würde ich das nicht so machen. Wie gesagt, zu viel Leinöl erhöht das Prostatakrebsrisiko bei Männern. Die Umsetzungseffizienz von Leinöl in EPA und DHA in diese zwei essentiellen Fettsäuren, die ist relativ gering. Die liegt bei 0,5 bis 5%. Also da ist nicht viel drin. Wenn man gern Leinöl mag, ich kenne Menschen, die essen das gern. Ich glaube, der Tim hat gesagt, der mag das doch nicht. Aber ich habe schon von Leuten gehört, die das gerne essen. Wie gesagt, ist eine Möglichkeit, das dann zu pimpen. Ich würde eher auf eine Volljoghurt-Variante zurückgreifen, vor allem, wenn das irgendwie aus einer guten Milchquelle gemacht wurde, weil dann hast du auch wieder viele wertvolle Stoffe drin. Alles klar. Ihr zwei, wenn ich hier so durch die Flüge hatten wir noch. Genau, dann ist es noch eine Frage, und zwar das Thema Süßstoff, beziehungsweise war es eine Anmerkung von der Elli, dass der Süßstoff ja ursprünglich mal für die Diabetiker hergestellt wurde, Tim. Genau, also oder beziehungsweise, ja, also der Süßstoff hat jetzt mittlerweile ja in allen möglichen Varianten, Formen, wie auch immer Einzug gefunden in zig Lebensmittel. Und gerade, ich sage jetzt mal, in der bewussten Ernährung spielt ja die Kalorienmenge oft eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Also die Leute richten das, was sie essen, nach der Kalorienmenge oft auch schon aus, gerade wenn sie sportaffin sind. Und ich achte da natürlich auch drauf. Und da werden oft halt gerade Getränke mit Süßstoff versetzt, damit sie halt keine Kalorien haben, damit man aber trotzdem halt noch, ich sag mal, einen Eistee, Cola, was auch immer trinken kann. Und prinzipiell gibt es auch eine Menge Studien zum Süßstoff natürlich. Und es gibt ein paar Süßstoffe, die stehen unter Verdacht, krebserregend zu sein. Und der bekannteste davon, der ist auch schon ziemlich weitläufig so entfernt worden aus ganz vielen Lebensmitteln. Aspartam war das. Das haben viele wahrscheinlich bei Süßstoff so im Kopf. Und bei Süßstoffen ist es so, dass sie halt kaum bis gar keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Der Blutzuckerspiegel, das habe ich auch mal selber getestet bei mir, das war auch ganz interessant. Also man kann keinen Blutzucker ja auch selber messen. Und ich habe auch ein paar Kollegen, die Wettkampf-Bodybuilding machen, die haben das auch getestet, ob sie dann noch Süßstoff-Varianten essen oder trinken können. Das war tatsächlich der Fall. Hat gar keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel bei denen gehabt. Und das bedeutet natürlich, dass so ein negativer Effekt, also der richtig starke, große Blutzuckerspiegelanstieg, den man jetzt bei irgendeiner Zuckerart zum Beispiel, einfach Zucker hat, der fällt halt weg. Nichtsdestotrotz suggeriert man ja ein süßes Empfinden und es wird dem Körper suggeriert, dass man was Süßes trinkt oder isst. Und das kann schon auch wieder zu Heißhungerattacken führen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man jetzt was Süßes isst, dann hat man plötzlich Lust auf was Deftiges.
dann ein bisschen später danach. Also das kann schon dazu führen. Aber bei mir ist es so, ich trinke ab und zu Süßstoffvarianten, nicht oft, aber ab und zu gönne ich mir das auch mal sozusagen, und das ist gar kein Problem. Also es ist auch unbedenklich, wenn man das, wie schon geschrieben wurde hier, in Maßen, nicht in Massen, wenn man es in Maßen konsumiert und nicht in Massen, das ist absolut richtig. Also wenn man sich dann irgendwie mal eine Cola Zero gönnt oder so, ist gar kein Problem. Und der große Vorteil auf jeden Fall ist, dass man halt keine Kalorien zu sich nimmt. Also wenn man jetzt in einer Diät ist oder man möchte, hat man das Ziel abnehmen, dann ist das eine sehr gute Alternative, die man, wie gesagt, in Maßen wählen kann. Thomas, wenn du gerade was am Erzählen bist, dann solltest du noch mal das Mikrofon anmachen. Ja. Ich wollte sagen, die macht einen gesellschaftsfähig. Ich habe das ausgemacht, weil ich habe brutale Rückkopplungen gehabt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das bei euch genauso war. Nö, deswegen habe ich es ausgemacht. Alles fein. Aber wir sind ja jetzt genau Glockenschlag bei einer Stunde auch angekommen. Wow. Alle Anmerkungen, alle Fragen haben wir fachmännisch nochmal entsprechend hier mitgeteilt und auch beantwortet. Bleibt mir zum Schluss vom Webinar auch noch das Line-up der nächsten drei Webinare unseren Teilnehmern auch entsprechend mitzuteilen. Und zwar seht ihr einmal im Chat, dass es diesen Mittwoch, den 28.07., um das Thema Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit angeht. Ja, also da wird es sehr spannend. Wir hatten ja vor 2 Wochen schon mal über das Thema Superkompensation und Anpassungsreserve gesprochen. Und da haben wir durchaus gemerkt, dass euch das interessiert. Und sind da nochmal darauf eingegangen, dass wir entsprechend tiefer einsteigen, wie weit kann denn die Leistungsfähigkeit eines Menschen getrieben werden. Tim, Thomas, am 2. August das Thema L-Carnitin auf dem Tableau, was wir uns dann anschauen. Und dann geht es am Mittwoch, den 4. August schon weiter mit einer Frage, Forever Young, geht das? Und da haben wir die Dr. Miriam Rehbein mit dabei. Dr. Miriam Rehbein, wirklich sehr renommierte Ärztin, wo auch sehr, sehr viele Superstars auch überregional von anderen Ländern nach München chatten, um bei ihr entsprechend zu sein. Also auch das wird ein sehr spannendes Webinar. Und an dieser Stelle herzlichen Dank euch beiden für die sehr, sehr umfangreichen Infos und herzlichen Dank an unsere Teilnehmer, liebe Mitglieder, liebe Fans von Primetime Fitness. War super toll, wie ihr mitgemacht habt. Schaltet gerne jederzeit wieder ein. Ab morgen ist das Ganze auch nochmal online auf unserem YouTube-Kanal. Könnt also nochmal die Folien ganz in Ruhe nachträglich anschauen, falls ihr da nochmal was wissen wollt. Gerade vielleicht nochmal die 12 goldenen Regeln im Bereich der Flexicarb-Ernährung. Also das wird für euch als Service ab morgen zur Verfügung stehen. In diesem Sinne, euch einen guten Wochenstart. Macht's gut, macht euch was Leckeres zu essen und dann bleibt sportlich. Ciao, ciao. Ciao.